Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte auch ich im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank an die Berichterstatterin Sylvia Costa für ihr Engagement richten. Grundsätzlich begrüßen selbstverständlich auch wir den Programmvorschlag der Kommission, die vormals verschiedenen Programme unter einem Dach zu verbinden und um ein Finanzinstrument zugunsten der Kultur- und Kreativbranche zu ergänzen. Die europäische Kulturlandschaft ist vielfältig und ein hohes Gut. Und unser gemeinsames Motto in der Europäischen Union, in Vielfalt geeint, lässt sich vor allem über die Kultur, über unsere gemeinsamen kulturellen Werte vermitteln. Für die GUE NGL ist daher eine starke Kultur- und Medienförderung auf europäischer Ebene von großer Bedeutung. Aber hier geht es nicht nur um die Hochkultur, sondern insbesondere um die vielen Alltagsprojekte. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie sieht nun die Realität gerade dort aus? Kultur wird mehr und mehr als Ware betrachtet. Sie soll möglichst marktkonform sein. Und ich glaube, es ist wichtig, sich an die UNESCO-Konvention über den Doppelcharakter von Kulturgütern noch einmal zu erinnern. Ich denke, wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass es nicht nur um die finanzielle Ausstattung geht, sondern vielerorts Künstlerinnen und Künstler und Kreative in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, sozial schlecht abgesichert und mit einem Mangel an rechtlicher Absicherung arbeiten müssen. Deshalb glaube ich, dass wir gerade in Krisenzeiten den massiven Kürzungen im Kulturbereich standhalten müssen. Das ist für uns inakzeptabel, denn es bedarf einer breiten und starken europäischen Förderpolitik im Kultur- und Medienbereich. Denn ohne Kultur, das wissen wir alle, verliert Europa an Bedeutung. Und das, denke ich, sollten wir uns stets vor Augen halten. Dankeschön. Gracias.